Also ich bin jetzt schon seit längerer Zeit in Wien und bereite mich gerade auf meinen nächsten Auslandseinsatz in Hongkong vor. Es ist diesmal mein erster Posten in Asien und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. In Hongkong werde ich als Generalkonsul tätig sein. Vielleicht zur Erklärung, der Unterschied zwischen einer Botschaft und einem Generalkonsulat. Das Generalkonsulat ist für eine bestimmte Region zuständig und in unserem Fall ist die Botschaft in Peking und das Generalkonsulat Hongkong ist für die Sonderverwaltungszone Hongkong und Macau zuständig. Für die Österreicherinnen und Österreicher macht das keinen Unterschied. Die konsularischen Serviceleistungen sind dieselben. Reisepässe, Personenstandsangelegenheiten etc., was halt so vorkommt. Und in Hongkong betreuen wir ca. 1000 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Aber auch die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen und die kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit sind uns wichtig. Und ein persönliches Steckenpferd von mir ist die Digitalisierung.